Kevin, 0:1 gegen Gladbach. Warum konnte man nichts Zählbares mitnehmen? Ja, gute Frage. Ich denke, dass es zumindest mal in der Defensive ein besseres Spiel war von uns. Ich denke, dass man da einen Fortschritt gesehen hat. Es ist natürlich bitter, dass wir kein Tor geschossen haben. Ich denke, nach vorne ist es noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber wir arbeiten täglich im Training daran, um das dann in Zukunft in den Spielen besser zu machen. Jetzt hat man ja hinten ganz gut gestanden. Fehlt da vorne vielleicht ein bisschen der Mut? Ja, Mut würde ich nicht unbedingt sagen. Ich denke, dass wir teilweise doch Akzente nach vorne setzen können. Es ist dann eben die finalen Pässe, die sind dann noch nicht ganz so gut ausgespielt. Das müssen wir sicherlich noch besser machen, aber der Mut nach vorne würde ich nicht unbedingt sagen, dass er fehlt. Würdest du beschreiben, dass es noch so ein bisschen die Findungsphase gerade im Sturm ist? Ja gut, wir haben natürlich mit Ritchie und Itai vorne zwei Stürmer, die neu gekommen sind. Ritchie kam aus Pauli, hat da kaum gespielt. Itai kommt aus Israel, das ist natürlich eine ganz andere Liga als in Deutschland. Sicherlich müssen die zwei sich noch irgendwo finden. Es ist eine Umstellung und ich glaube, dass man da auch ein bisschen Geduld mit den neuen Spielern braucht. Erklär mal, wie wichtig sind Automatismen im Profifußball? Ja, ich glaube, dass ein Automatismus schon ein wichtiger Punkt ist im Fußball. Man muss gewisse Dinge im Training einstudieren, damit es im Spiel auch funktioniert, dass die Spieler wissen, wie Laufwege einzuhalten sind, die anderen Spieler, wie sie die Pässe dann dementsprechend spielen müssen. Ich glaube, auch bei uns Torhütern ist ein Automatismus wichtig, weil da gibt es auch immer wieder Dinge, die sich grundsätzlich im Spiel wiederholen. Von daher finde ich, schon ein wichtiger Punkt. Du hast es schon angesprochen, die Kommunikation innerhalb der Mannschaft. Jetzt hat man einen Fortunis, einen Griechen, einen Schächter Israeli. Wie wird sich da auf dem Platz unterhalten? Ja, bleibt ja nur Englisch. Größtenteils ist die Verständigung unter uns auch in der Kabine oder sonst Englisch. Es ist natürlich für uns schwer, Hebräisch zu sprechen oder Griechisch zu sprechen. Wir haben natürlich mit Thanos jemanden, der Griechisch sprechen kann, der da dem Fortunis viel hilft. Ansonsten ist natürlich Englisch die Sprache, wie wir uns verständigen. Du bist ja noch ein junger Torwart, 1990er Jahrgang. Wie verschaffst du dir Gehör auf dem Platz? Ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt was mit dem Alter zu tun hat, Respekt in der Mannschaft zu bekommen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Abwehr oder auch die Leute, die davor spielen, auf den Torwart hören und auch auf die anderen Spieler. Ich denke, dass es absolut nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern dass es egal ist, wer da was sagt und dass man da einfach drauf hören muss. Jetzt sitzen wir hier auf der Nordkurve. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du zum ersten Mal...